Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind immer noch in der endlosen Dunkelheit-Mission. Es leckt leider ein bisschen. Ich habe gerade schon mal, also bloß das Spiel gestartet und hier so die ersten 20 Sekunden, wo ich nur eben die Aufnahme gecheckt habe, ob alles funktioniert, hat es schon ganz schön geleckt. Ich hoffe mal, dass das in der Folge nicht ganz so schlimm wird oder sich einfach noch ein bisschen verbessert. Und hier kommen doch schon wieder die ersten kleinen Racker an. Wo seid ihr? Ja, gut, klein. Seit wann laufen die Perforos so? Ich dachte immer, die waren ein bisschen kürzer, kleiner. Es gab wieder ein kleines Update. Wurden wohl ein ganz paar kleine Fehler behoben. Abstürze sollen jetzt nicht mehr so oft passieren. Es gab wohl auch irgendwie einen Bug, dass man die Brutmutter mit einem Schuss töten konnte. Keine Ahnung, also ich habe echt schon bestimmt 100 Mal irgendeine Brutmutter getötet. Ich habe immer mehr als einen Schuss gebraucht. Aber keine Ahnung, vielleicht auch nur mit einer bestimmten Klasse oder vielleicht musste man den großen Zehnagel treffen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde das behoben und ansonsten... Ja, irgendwie gab es noch einen Bug mit dem Rüstungswert. Dass der Rüstungswert von einem selber irgendwie auf einmal viel zu niedrig war und gebuggt hat und man deswegen extrem krassen Schaden bekommen hat. Es gab ab und zu mal Momente mit meinem anderen Charakter im Multiplayer, wo ich mir schon, also, wo man sich so dachte, was ist auf einmal los? Kam auf einmal, also nicht mal eine krasse Fähigkeit, sondern einfach nur ein paar Schüsse und man war fast tot. Keine Ahnung, ob es das war. Klingt zumindest danach. Aber wurde alles behoben. Ich muss sagen, jetzt nicht seit dem Update, was jetzt heute, also ich habe es zumindest heute runtergeladen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon seit gestern draußen. Sondern seit dem Update davor schon. Funktioniert das Multiplayer wirklich mittlerweile besser? Deutlich besser? Also wir können fast einen kompletten Abend mal durchspielen, ohne dass irgendeiner rausgeworfen wird. Es gibt zwar immer noch genügend Bugs mit, dass jemand keine Fähigkeiten einsetzen kann, nicht nachladen kann, keinen Schaden mehr auf einmal macht. Und halt sowas in der Richtung, aber dass das jetzt wirklich so mitten beim Spiel rauswirft, ist glücklicherweise seltener geworden. Wenn der Rest noch behoben wird, dann... wären, glaube ich, sehr, sehr viele Spieler auf dieser Welt wieder sehr glücklich. So, wir müssen mal hier wieder ein bisschen Lava... Lava-Geschosse sammeln. Ah, selbst die Alphas kriegen wir halt echt mittlerweile so geil weggeschossen mit den Lava-Geschossen. Es freut mich. Will mal noch ganz kurz aufladen. Moment. Jetzt. Hier kommen auf jeden Fall noch mehr. Irgendwie fühlt es sich auch gerade so an, als würde ich viel mehr Schaden machen. Aber wir sind auf Weltstufe 10. Wir haben die 23 gerade erreicht. Geil. Max Leben, Anomaliekraft mehr. Kein Klassenpunkt oder sowas. Gar nichts. Wir gucken nochmal. Manchmal lügt das Spiel bestimmt auch. Wo haben wir es? Fähigkeiten? Nee, klasse. Nö, null Klassenpunkte. Schade. Aber hier wird bestimmt noch irgendwo eine Kiste versteckt sein. Hoffe ich doch. Drüben geht es nicht weiter. Hier runter kommen wir auch nicht. Nee, anscheinend nicht. Oder hier hinten noch? Nee, kommen wir auch nicht lang. Na gut, dann machen wir weiter. Fahrstuhl? Nee, bloß eine Tür. Bin drin. Ich suche jetzt nach den Kapseln. Glaube, er lebt nicht mehr. Ich hab Skarstedt gefunden. Wie meinst du das? Ist er am Leben? Nein. Dank der ECA ist er jetzt ein Terrarium. Ach komm schon. Skarstedt? Verdammt. Wir haben zusammen in Bagdad und Caracas gekämpft. Er gab niemals auf. Hätte den Dienst auf seinen zwei Beinen beenden sollen. Das hätten sie alle. Ja, schade, schade. Ich denke mal, die Anomalie wird die Dinger hier zerstört haben und dadurch war halt nicht mehr viel mit Auftauen oder doch mit Auftauen, aber nicht auf dem Weg, auf dem man das hätte eigentlich tun sollen. Wir haben noch ein Sammelobjekt, aber es wird leider nicht angezeigt, sonst hätte ich es... Die ECA hat Experimente an uns durchgeführt. Hast du das gewusst? Nein, wirklich nicht, aber
Die Outriders waren als Erste von einer fremden Mikrobe befallen. Es war legitim, euch zu untersuchen, um andere zu retten. Und dabei haben sie die Hälfte von uns gekillt? Was für eine Scheiße. Ja, wollte gerade sagen, komisch, Sammelobjekt eingesammelt, stand aber nicht da, dass ich es hätte öffnen können, aber es hat zur Quest gehört. Also, ich habe nichts gesagt. So, wir haben die Quest abgeschlossen. Wir sind aktuell hier. Was haben wir denn hier noch gesucht? Hannibal? Endlose Dunkelheit. Müssen wir aber ins... Das ist ja die, die wir gerade gemacht haben, genau. So, also wir reisen mal kurz zur Brücke. Dann machen wir noch die Hannibal-Mission und dann haben wir doch hier in der First City auch endlich alles erledigt. Und dann machen wir wieder eine Story-Mission und dann reisen wir wieder zurück, so wie wir das die letzten Folgen schon gemacht haben. So, erledige Hannibal, genau, das war hier. Jetzt geht das Tor nicht auf, oder müssen... Ne, wir müssen hier oben lang. Ja, stimmt, ich hatte ja letzte Folge gesagt, wir machen erstmal das wegen Folgenende. Und dann... Oh, hier geht's ja. Ach, an die Quest erinnere ich mich. Aber es ist komisch. Ich habe gerade ganz stark das Gefühl, dass wir die schon gemacht haben. Könnte natürlich aber auch sein, dass es... Es ist schwierig, ne, wenn man zwei Charaktere hat. Also ich erinnere mich an die Quest und ich weiß, dass ich damals ziemlich abgefuckt war davon. Ja, da hinten dann so ein Captain kommt, der echt eklig war. Aber nein, wir haben die Quest gemacht. Weil das war im Let's Play, als mein Monitor ausgegangen ist. Da bin ich mir relativ sicher gerade. Aber warum wird die dann hier noch als aktiv angezeigt? Da bin ich hier hintergerannt, genau, weil der Captain dann hier hinten hochkommt. Hier oben warten die Gegner. Und dann ist hier irgendwo mein Monitor ausgegangen, das weiß ich noch. Dann habe ich einen kurzen Schnitt gesetzt, hier Muni geholt und dann ging es weiter. Also die muss ich definitiv im Let's Play gemacht haben, weil ich mich daran erinnere, dass der Monitor umgesprungen ist und das mich extremst abgefuckt hat. Hm. Ist ein bisschen komisch. Tut mir leid, wenn wir die jetzt doppelt machen. Ich würde die jetzt trotzdem mal vollführen oder, ja, erledigen. Jetzt sind wir einmal hier. Meine ist auch alles Weltstufe und Loot und so, gar keine Frage. Tut mir aber leid, dass ihr es euch doppelt angucken müsst. Aber irgendwie wirft das gerade schon wieder komplett meinen Plan über den Haufen, dass wir hier alle Quests erledigen, weil ich jetzt einfach nicht mehr weiß, was haben wir denn schon gemacht und was nicht. Weil diese ganzen, also eigentlich sind diese Kopfgeldmissionen und die Jagdmissionen ja so, dass man die erstmal nur einmal spielen kann. Ah, ich habe voll die Lavageschosse verkackt. Dass man die erstmal nur einmal spielen kann, dann sind die weg. Und wenn man alle erledigt hat und alle dann abgegeben, also die Jagdmission bei dem Noah und die Kopfgeldmission bei diesem Uichu oder wie der auch immer heißt, die beide da in dem Saloon sitzen. Wenn man alle erledigt hat, kann man halt sagen, hey, nochmal neu spielen. Und dann sind alle wieder aktiv, aber das haben wir ja definitiv nicht gemacht. Deswegen wundert es mich, dass wir die hier jetzt nochmal spielen können. Ja, mal gucken, wie wir das in Zukunft machen. Ich hatte jetzt bei ein paar Quests schon mal das Gefühl, hey, die hast du doch schon gespielt, aber dachte mir halt, okay, das wird mein Zweitcharakter, also werde ich mit meinem Zweitcharakter gemacht haben. Aber hier bin ich mir 1000%ig sicher. Und das fuckt mich gerade etwas ab. Ich überlege, wie wir hier damals nur in Deckung umgelaufen sind, alles Ewigkeiten gedauert hat. Jetzt spielen wir auf Weltstufe 10 und ich kann hier eigentlich komplett entspannt einfach nur rumstehen und ballern. Also das Gameplay selber hat sich schon sehr, sehr geändert. Aber bei auch allen Kumpels, die ich kenne, am Anfang war das halt wirklich reines Deckungsspiel. Und mittlerweile ist das halt... Ist es das kaum noch. Wieder die Lavageschosse. Ich sollte nicht so viel quatschen. Ah, dann wäre es ja auch langweilig. So, jetzt kommt nämlich da hinten irgendwo der Captain. Und das ist mal ein kleiner Halsabschneider. Der hält aber viel aus. Geh mal kurz ein Stück zurück. Wir werden ihn gleich mit der Aschedetonation und mit den Lavageschossen ins Gesicht ballern. Okay, mit Lavageschossen geht's. Ja, jetzt bleiben die alle so in Deckung. Ich treffe die nicht. Jetzt geht's. So. Ach shit, ich wollte eigentlich noch kurz warten, aber wir haben ja noch ein Magazin. Also alles halb so wild. So, jetzt müssen wir nur langsam mal wieder. Wo ist denn der Captain? Kommt der erst noch?
Ja, jetzt kommt da Hannibal. Will das Magazin auf jeden Fall nicht verballern. Das ist nicht wundern, wenn ich immer mal ein bisschen daneben schieße. Liegt einfach nur daran. Mist, war nur eins. Dass ich immer mal mit unten auf die Munitionsanzeige schaue. Um zu gucken, wie viel Schuss wir noch haben. Aber ich möchte die gerade ungern verlieren, die Lavageschosse. Weil gerade gegen den Hannibal wäre es schon cool, wenn wir die noch besitzen. Also warten wir jetzt mal lieber ab. Machen hier Fähigkeitsentzug. Lebensentzug. Verzehrendes Feuer, wie auch immer. So, Hannibal. Ich weiß noch, der war so heftig, dass ich bis hier ganz hinterbrechen musste. Wieder zurückdrehen. Ach scheiße, jetzt habe ich die Lavageschosse ja trotzdem verloren. Ja, weil so ohne Lavageschosse ist halt doch, ne? Brauchen wir jetzt zwei Magazine für einen so normalen. Na gut, der ist gepanzert. Oh shit, nicht, dass wir jetzt wirklich noch sterben. Oh Gott, das war dumm. Was mache ich denn? So, Lavageschosse drauf. Dann gibt es nochmal diesen. Ach shit, jetzt kommen die von dort. Müssen wir uns erstmal um ihn hier kümmern. Anders geht's nicht. Ah, den kriege ich selbst. Ah, der ist doch relativ stark. Den kriege ich selbst mit Dings nicht weg. Mit zwei Magazinen Lavageschosse. Müssen wir doch mal wieder in Deckung gehen. Ist aber auch cool. So, zack. Nächstes Magazin drauf. Jetzt ein bisschen warten und ja, und überleben, wollte ich sagen. Kommen halt einfach von allen Seiten die Biester. Das ist so ein bisschen das Problem. Komm schon. Ah, wir brauchen dieser... Das verzerrende Feuer braucht einfach noch zu lange zum Abklingen. Das müssen wir irgendwie kürzer kriegen. Jetzt verballern wir das Magazin. Was soll's? Kriege ich den eingeäschert? Ja, aber nur ganz kurz. Komm schon. Stirb doch. Also war die Quest damals doch relativ stark. Wir nicht so schwach. Aber jetzt hat man auch ganz gut zu kämpfen. Der hat halt eine heftige Panzerung, ne? Aber das ärgert mich ein bisschen, dass das jetzt doch nicht hinhaut, dass wir die Quest schon erledigt haben. Vielleicht ist es auch irgendwie ein Fehler von mir, aber an sich können wir die erst neu spielen, wenn wir alle erledigt haben von den Missionen. Und das können wir noch nicht, weil wir haben noch nicht alle Gebiete entdeckt. Naja, dann sehen wir halt mal ein bisschen was doppelt. Tut mir leid, aber dann ist es halt leider so. So, wir haben es geschafft. Dann kriegt er da vorne noch einen Kopfschuss, lässt hoffentlich coolen Loot da. Das Loot da. Aber hier gibt es da bestimmt irgendwo noch ein Kistchen. Hier oben vielleicht, wo er rauskam. Irgendwo muss eins versteckt sein. Wirklich nicht? Nee. Keine Kiste. Schweinerei. Hier habe ich aber auch nirgendwo eine gesehen jetzt beim Zocken. Nö. Na gut. Dann kriegt er jetzt noch seinen Headshot. Und auf Wiedersehen, mein Freund. Wir könnten... Na gut, wir können jetzt dahinter rennen und hätten die Schnellreise. Können aber einfach hier vorlaufen, da haben wir die genauso. Und dann gucken wir mal. Wir müssen zurück zum Lager. Die endlose Dunkelheit werden wir jetzt bestimmt beim Zahedi abschließen können. Hast dir das Kopfgeld von Uio, genau. Passt, aber ich wollte eigentlich hier endlose Dunkelheit. Was steht denn gerade da? Kehre zu Zahedi zurück, alles klar. Das machen wir. Was hast du rausgefunden? Es hat sonst niemand geschafft. Tut mir leid, Outrider. Aber dass es einige geschafft haben. Dass eure Kälteschlafkapseln all die Jahre weitergelaufen sind. Wie durch ein Wunder. Du bist ein Glückspilz. Ja. Das werden wir sehen.
Und wir können uns eine Belohnung raussuchen. Wir haben hier wieder ein Gewehr, aber unseres ist besser, brauchen wir nicht. Wir haben hier zumindest schon mal dieselbe Fähigkeit drauf. Das ist prinzipiell nicht dumm. Dann können wir das auf Lila hochstufen und uns noch eine zweite Fähigkeit holen. Zum Beispiel die kritische Kumulierung, wie sie drauf ist, die finde ich eigentlich ganz geil. Nee, wir nehmen das. Tut mir leid, dass du keine anderen Autos. Ja, ja, halt die Klappe. Tut dir überhaupt nicht leid. Alles für die Wissenschaft. So, welche waren's? Die waren's. Und wir hatten hier kritische Kumulierung drauf. Richtig? Richtig. Das heißt, wir quatschen nochmal mit ihm. Ausrüstung verbessern. Meine Schuhe. Solange du am Leben bist, leben auch die Outriders weiter. Och, das hat er aber schön gesagt. Seltenheit verbessern. 50 ist relativ viel. Bluttrank. Wenn du Gegner in kurzer Distanz kritisch triffst. Ja, Quatsch. Beim Wechseln der Waffe. Quatsch. Erhöht dein... Ja, alles Quatsch. Aber wir ändern es ja eh gleich. Ausrüstung modifizieren und wir hatten hier kritische Kumulierung drauf. Jetzt muss ich mal, ich habe mir leider das Bild nicht gemerkt. Ah, da haben wir es. So. Da haben wir effektiv wieder genau denselben Spaß wie vorher. Bloß mit dem Unterschied, dass unsere Schuhe um einiges mehr Schaden machen. Mehr Schaden. Unsere Schuhe machen mehr Schaden. Mehr Rüstung haben natürlich. So, hier ansonsten... Hä? Hab ich jetzt hier... Nein. Ach, ich Vollidiot. Ich hab die falschen genommen. Jetzt haben wir hier Hitzewelle drauf. Oh nein. Okay, das waren gerade 50 Titanen, die wir verschenkt haben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Müssen wir nochmal machen. So, das waren noch die richtigen Schuhe. Was mache ich denn für einen Quatsch? Ah, wieder 50. Das tut ein bisschen weh. Ungezähmte Macht, Überschlag, giftiges Blei. Und jetzt einfach mal das drauf. Dann Ausrüstung modifizieren. Rang 2. Kritische Kumulierung. Jetzt haben wir es aber. Entschuldigung. 1600. Wir haben auch Bonus Waffenstärke drauf. Das ist schon ziemlich cool. Weiß nicht, wie viel Splitter wir davon haben. Okay, anscheinend nicht so viele. Aber an sich gefallen mir die Schuhe ganz gut. Deswegen können wir hier auch mal nochmal ein bisschen hochleveln. Wir haben ja jetzt eine neue Stufe erreicht. Jetzt können wir mal gucken. Wir kriegen es jetzt auf die 30, ne? Wir können da einen höher machen. Weil das kostet nur 17, ne? Und Seltenheit verbessern 50. Wahnsinn. Und damit gehen wir auf 8200. Wahnsinn. Das ist mega geil. Hier haben wir leider nichts mehr. Naja, und der Rest, den wir an Items einstecken haben, ist irgendwie Quatsch. Das heißt, das können wir jetzt alles mal noch schnell verklingeln. Kann ich hier irgendwo verkaufen? Leider nein. Na gut. Das heißt, Hauptmission verfolgen. Sprich mit Jakob, um die Reise fortzusetzen. Den alten Mann da drüben, das hatten wir alles erledigt, das passt. Und dann gucken wir mal. First City ist alles leer. Trümmerzone ist alles leer. Steinbruch, Waldenklave, die Festung. Alte Ruinen haben wir die eine Mission. Ich glaube, das ist die, die wir nicht abschließen konnten. Wir hatten ja letzte Folge die eine. Ich glaube, das ist die mit den Obelisken. Alte Mächte, ja, könnte hinhauen. Konnten wir leider nicht machen. Das heißt, wir machen jetzt hier im unbekannten Gebiet weiter. Und dann machen wir nach der Story-Mission dann hier, also Trenchtown brauchen wir nicht, das machen wir ganz zum Schluss. Machen wir dann hier Deadrock Pass und Eagle Peaks. Ja, und dann sieht's doch schon eigentlich ganz gut aus, ne? Wir reisen mal rüber und gucken mal, was dort so Schönes auf uns wartet. Kommen gar keine Sätze mehr im Ladebildschirm. Komisch. War das schon mal so? Ich dachte eigentlich, dass immer irgendein kleiner Spruch da steht. Wartet mal. In den Bäumen hinter uns regt sich was. Ken! Will sich bestimmt rächen. Ah, er kann sich hinten anstellen. Okay, ich dachte, wir haben Ken getötet, aber anscheinend bloß Leute von ihm. Das war ja der mit dem verrückten Wissenschaftler dort. Aber anscheinend, nee, tot ist er anscheinend noch nicht. So, wir können hier leider noch nichts verkaufen. Das geht immer nur beim Händler. Später hat man immer jemanden im Camp. Deswegen bin ich gerade einfach so ein kleines bisschen irritiert. Und suche immer nach irgendeiner Möglichkeit zu verkaufen. Aber die haben wir aktuell leider noch nicht.
Naja gut, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Wir haben jetzt 8000 Waffenstärke auf der Waffe drauf. Ich bin mal gespannt, wie das reinpfeffert. Und das sehen wir dann morgen 17 Uhr. Bis dahin, macht's gut.